Irgendwo in einem entlegenen Winkel Russlands. Einer Gruppe von islamistischen Terroristen gelingt es, zwei Atombomben aus einem alten Militärdepot zu stehlen. Die Attentäter führen einen Krieg, einen heiligen Krieg, und sie planen, die tödlichen Waffen in die USA zu schmuggeln. Während einer Rede des Präsidenten sollen sie gezündet werden. Ein Verbrechen von unbekannter Grausamkeit, das vielen unschuldigen Menschen das Leben kosten wird. Doch die CIA verfügt über einen erfahrenen Agenten. John Jalal Wells. Niemand kennt diese Netzwerke des Todes besser als er. Jahrelang lebte er unter ihnen. Während eines Einsatzes wird seine Verlobte lebensgefährlich verletzt. Wells schwört Rache. Wie mächtig sein Gegner auch ist, er würde dafür bezahlen müssen.